nachher zwei so Veranstaltungen angebracht haben mit richtig vielen Leuten. Wir haben es geschafft, dass wir nach Konstanz reingefahren sind und es wirklich super gelaufen ist. Und wir haben es auch geschafft, dass ein Landrat bei uns ist und wir haben jetzt auch ein paar Worte zu uns sagen. Und da möchte ich mich auch mal bedanken, da ich mich auch mal, dass wir heute zu uns gekommen sind. Wir haben schon Termin, gell? So, grüß Gott zusammen. Also, ich werde jetzt keine agrarpolitische Rede halten. Dafür sind die Lina Salzl und der Andreas Jung Berufene im Bundestag. Ich bin heute hier, um Ihnen zu zeigen, dass die Landwirtschaft im Landkreis wichtig ist, dem Landkreis wichtig ist, uns wichtig ist und wir sitzen auch regelmäßig zusammen. Kann man immer alles ausbauen, das ist so, aber wir sind in Kontakt. Und ich bin heute hier, weil ich, wenn ich den Stefan Leichenauer und den Herrn Fuchs angucke, einfach keine Sekunde dran gezweifelt habe und nach allem, was die auch gesagt haben und wie ich sie kenne, dass es hier eine konstruktive Veranstaltung wird, wo es darum geht, Meinungen zu äußern, wo es darum geht, in die Diskussion zu kommen und wo es nicht einfach nur geht, darum geht, Leute niederzupfeifen und Leute niederzuschreien. Es zeichnet den Landkreis Konstanz aus, dass wir so eine Veranstaltung haben, dass die Bauern, die Landwirte solche Vertreter haben an höchster Stelle und dass wir Bundestagsabgeordnete haben, die kommen zu so einer Veranstaltung, obwohl es wirklich nicht einfach ist. Und das hat man hier auf der Bühne sehr, sehr deutlich gesehen, dass das nicht einfach ist. Und ich möchte es nochmal klar sagen, das zeichnet uns aus. Was uns nicht auszeichnet im Landkreis Konstanz, und das habe ich leider auch gesehen, ist, wenn hier Politiker herkommen, mit Ihnen sprechen, zu Ihnen sprechen und mit Stinkefinger quittiert werden oder irgendwelche Spitzenpolitiker in Knast geschickt werden sollen. Und Bauernkrieg ist auch nicht das Richtige. Also bleiben Sie auf diesem positiven Weg. Nehmen Sie den Appell von Stefan Leichenauer sehr, sehr ernst. Gehen Sie zu den Kommunalwahlen, lassen Sie sich aufstellen, nehmen Sie an den Wahlen teil und lassen Sie sich nicht vom Frust leiten, sondern überlegen Sie sich, wie Sie positiv an die Dinge rangehen können oder welche Vertreterinnen und Vertreter das positiv machen. Die haben Sie bei uns im Landkreis, die haben Sie unter, in Ihren Reihen, die haben Sie an den höchsten Stellen und dann kann bei uns im Landkreis Konstanz das sehr positiv weitergehen. Wie gesagt, zu den bundespolitischen Themen äußere ich mich nicht. Ich will Ihnen aber trotzdem nochmal klar sagen, Landwirtschaft ist für unseren Landkreis wichtig und dieses Signal von meiner Seite an Sie. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Zeno Bammer.